Er ist einer von den Unternehmern in Deutschland, die sich wünschen, dass die Verhandlungen mit den USA und Kanada Erfolg haben. Keine Zölle, unbegrenzter Freihandel, davon träumt Kai Büntemeier. Er ist Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens mit rund 1.300 Mitarbeitern. 90% der hier gebauten Spezialmaschinen sind für den Export. Und Freihandel brauchen wir, um ohne zusätzliche Kosten und ohne Bürokratielasten unserer Arbeit nachgehen zu können. Das ist also eine direkte Verkopplung. Je mehr Freihandel, desto besser, desto attraktiver können wir unsere Maschinen in aller Welt anbieten. Desto mehr Maschinen werden wir verkaufen und desto besser wird es uns gehen. Das klingt für sie viel zu einfach. Auch sie ist Geschäftsführerin eines Maschinenbauunternehmens, aber sie engagiert sich gegen TTIP und CETA. Und dafür trifft sie sich zum Beispiel mit der Partei Die Grünen. Bei Umsetzung sowohl von TTIP als auch von CETA heißt es für mich als exportierendes Unternehmen mitnichten, dass ich jetzt völlig problemlos in die USA oder nach Kanada exportieren darf. Ich unterliege den gleichen Zertifizierungsbestimmungen wie vorher. Also von daher muss man die Diskussion auf eine andere Ebene führen. Es gibt nicht viele Unternehmer, die sich wie Sie gegen TTIP äußern. Sie ärgert sich vor allem darüber, dass viel mehr mitverhandelt wird, als für den freien Handel nötig. Zum Beispiel Bürger- und Verbraucherrechte und Umweltstandards. Am meisten stört mich, dass hier so ein ganz anderes System der Vertragsvorlagen gehandhabt wird. Das heißt, es werden hier eigentlich alle Bereiche tangiert, die das gesellschaftliche Leben betreffen. Und es wird als ein Freihandelsabkommen bezeichnet, was es meiner Meinung nach nicht nur ist. Das sieht Kai Büntemeier zwar ähnlich, trotzdem ist er für das Abkommen. Auch wenn es eben nicht nur um den freien Handel mit Maschinen geht. Das ist auch leider aus unserer Sicht bitter. Die Streitpunkte in diesen Verhandlungen betreffen uns nicht. Es gibt eigentlich kaum jemanden auf der Welt, der etwas dagegen hat, dass ein Spezialmaschinenhersteller seine Maschinen auf der ganzen Welt verkauft. Das heißt, wir sind von den Streitpunkten direkt in der Regel nicht betroffen. Gestritten wird um landwirtschaftliche Produkte, das ist bekannt. Gestritten wird um Dienstleistungen, gestritten wird um Normen. Kolbus produziert Maschinen, um Bücher zu binden. Das Unternehmen hat seit Jahren auch eine Niederlassung in den USA. Deshalb weiß man, wie kompliziert es noch ist, Waren in die USA zu exportieren oder von den USA zurück nach Deutschland. Weil es für verschiedene Artikel verschiedene zollrechtliche Behandlungen gibt, muss ich sehr vorsichtig sein, wie ich etwas nenne. Und der Sachbearbeiter, der ganz unschuldig ein Gleitlager, eine Buchse nennt, der begeht unter Umständen ein Zollvergehen, für das ich hafte. Und deswegen muss also neben dem Fertigungsspezialisten, der das eigentlich machen muss, immer dann auch noch ein Steuerspezialist, ein Rechtsanwalt und ein Linguist da drauf gucken, um das darzustellen, was wir da für Hürden haben. Und das würde wegfallen mit TTIP? Und das wäre für uns das Wichtigste, was wegfallen würde. Martina Römmelt-Feller glaubt das nicht. Sie hat das Unternehmen zusammen mit ihrem Mann aufgebaut und produziert Kleinwasserkraftanlagen. Zuletzt ist die Nachfrage gerade aus Nordamerika stark gestiegen. Der Export der deutschen Produkte, würde ich mal sagen, ist zuallererst mal der Innovationskraft, der Erfindungskraft und der Stärke gerade der deutschen mittelständischen Betriebe zu verdanken, dass sie sich solche tollen Produkte ausdenken, die weltweit nachgefragt sind. Und erst danach kommen die Verträge zum entsprechenden freien Handel. Auch wegen dieser Skepsis dürfte TTIP so schnell nicht unterschrieben werden. Selbst Kai Büntemeier ist pessimistisch und rechnet in den nächsten 5 Jahren nicht mit einem Abschluss.